deze süße Bonbon voor ons aan? Wir kommen auf den Nachbau der Gotthardbahn. Wir haben hier die alte Strecke, wir haben hier eine neue gebaut. Seit 5 Jahren schon hier am Bauen. Wir hatten schon viel Spaß, aber positive Sachen und negative Sachen. Und was ist negativ? Das Negative sind die Züge, wenn sie manchmal irgendwie blöde Sachen machen und irgendwie, zum Beispiel, die Mikrolok, die L460, spinnt manchmal ein bisschen. Mit der SBB Cargo R44.
Mhm. Abi. Und sehr wahrscheinlich baue ich auch eine Modelleisenbahn. So, vielleicht noch ein bisschen grösser. Ja, ja. Mal schauen. He? Ja. Ja. Und erst gerade neulich haben wir noch einen neuen Zug gekriegt. Die S3. Und noch den Hochgeschwindigkeitszug. Der Wolfig von Gottig. Und wir haben sehr viel Gips verbaut. Alles ist selber gemacht. Außer genau. Der Gips und das Material mussten wir kaufen. Der Rest ist eigenartig. Und aus dem Kopf alles musste. Wir hatten keinen Plan. He? Wir haben einfach planlos drauf losgebaut. Ja, wir haben. Und hier haben wir die Südseite im Prinzip, oder? Ja, hier haben wir ja den nicht hellen Schotter, das ist ja der dunkle Schotter, den man hier gut erkennen kann. Und ja, das ist ein bisschen das. Alles rostig, hä? Alles alt, die Tunnels sind wirklich wie original. Und das wäre dann eher die Nordseite, ein bisschen heller. Das sieht man gut Granit. An den Felsen, ja. Und hier müssen wir alles noch neu bauen. He? Ja, und hier vielleicht bauen wir das hier noch ein bisschen nach hinten, dass wir hier die Kurve noch ein bisschen größer machen könnten. Das haben wir noch geplant. Und hier gibt es noch einen schönen Viadukt, oder? Ja. Und ein bisschen ähnlich wie das, einfach noch schöner und riesig. Einfach hier so drüber, von dem schwarzen bis zum weißen dicken. Genau, und der Wasserfall, der ist jetzt noch nicht optimal, aber den haben wir mit Plastik ausgeschnitten, dann mit Leim. Heißleim. Also so wie Tropfen, eigentlich so lang gezogen, nachher so getrocknet. Genau. Dann haben wir ihn eingebaut. Ist noch ein bisschen schief. Die Brücke haben wir auch selbst gebaut. Die Leiter auch. Ja, die ist noch nicht. Die müssen wir noch anmalen und so. Ja, und diese Häuser, wer hat diese Häuser gebaut da? Mein Großvater. Also ist auch noch nicht fertig, hier ist alles noch provisorisch. Und hier wird das noch größer gebaut. Das Steuerpult hier wird hier sein. Ja, wir haben dann keinen Platz mehr, oder? Wir haben nur noch das diese hier. Kleine Ecke zum Bauen. Das habe ich gemacht. Ja. Ganz alleine. Ja, mit Oberleitung. Ja, mit dem Strom. Strommast. Ja. Und hier haben wir unseren großen Bahnhof für die Züge. Aber das ist auch noch nicht alles. Das werden wir hier auch noch schön machen. Das ist noch nicht alles. Ja, geht noch ein paar Jährchen. He? Ja. Und hier gibt es beim Wendelkreis oberhalb gibt es dann auch noch einen schönen Berg. He? Ab hier, wo die Masten machen, da ist es das, dann das Tunnel, das ist dann, ja, hier alles sieht man dann. Von oben kannst du dann nicht mehr reinschauen. Es geht dann nicht mehr. Hier haben wir uns noch eine kleine Wendelschlaufe gebaut. Dann ist es hier vorbei, kann man mit einem Zug in das kleine Tunnel dort fahren, bei der Nordseite, dann geht es hoch. Da hinten, das sieht man jetzt sicher, ist eine Weiche, da kann man hier hochfahren. Jetzt hinten ist gerade der Zug, wo oben drunter fährt. Oder man kann auf die Panoramastrecke, wir nennen sie Goldstrecke, kann man hochfahren über das Viadukt. Da hinten kommt man einen Tunnel raus, kann man rein und dann kommt man in den Gegenverkehr und muss dann dort bei der Weiche wieder auf das richtige Gleis kommen. Genau. Und das Gute daran ist, man kann die Elemente wegtragen. Ja, wenn ein Zug entgleist ist. Zum Beispiel dies hier kann man wegnehmen. Oder? Wenn ein Problem ist oder man verbessern möchte, kann man alles wegnehmen. Also zum Beispiel Brücke und der große Berg, den kann man nicht wegnehmen. Das hier ist die erste Dampflokomotive, die wir bekommen. Also, wo wir mal bekommen haben, die ist schon uralt, die ist über 40 Jahre, also 40 Jahre alt von der Deutschen Bahn.
Ja, blöd, fern. Lagi, Lagi. Papi.